Cooper, cool. Ich war immer zu dumm für LTS, Quatsch. Ja, doch, ich auch. Also ich kenne das, wenn ich das so sehe, wie krass die abgehen manchmal. Und ich denke mir dann so, ja, ich baue meine Einheiten und dann bin ich tot. Einfach das Tutorial spielen, Mr. Weep, dann geht das schon. Ja, nee. Das ist ja, wenn du das online spielst, reißen die dich in Fetzen. Ja gut, online schon, aber so Story-Kampagne geht schon. Oh, ich kann den nicht einfach töten. Da. Hä? Ich bin in der Gegend rumgelaufen und habe immer LT gedrückt. Koropeko, nein. Ich schwitze auch mal, das Spiel. Nein. Aber du bist auch ein Schwitzer von Ransom. Du bist ein Schwitzer. Von Ransom spielt auch LOL. Ja. Obwohl spielt oder hat LOL gespielt. LOL? Ob er es jetzt noch spielt, weiß ich gar nicht. Ist auch LOL-Maschine. Von so einem Grünschnabel lässt sich jetzt nicht verhauen. Verstehst du, weil er grün ist? Ich hatte auf meinem alten Steam-Account die Definite Definition von AOE2. Ja, ich bin auch zu dem für RTS. Entrance Level für RTS ist noch höher als für Fighting Games, also die Community ist noch elitärer. Voll heavy. Das hat auch AOE2. Ja, im Xbox Game Pass sind alle übrigens drin. Vor allem machen RTS auch irgendwie nur Spaß, wenn beide gleich gut sind. Wenn einer nur 2-3 Stunden mehr Erfahrung hat, ist direkt langweilig. Ja klar, weil der eine den anderen immer zerstört, ja. Also ich weiß nicht, also StarCraft ist auch so crazy, wie die das im E-Sport zocken. Das ist so krank, ey. Das ist krank. Krank, Junge. Der ist schon schön, der Green Nagakuga, ne? Das sieht irgendwie besonders aus. Ich dachte halt nur, es ist vielleicht schlau, ein bisschen zu bündeln, besser. Raz hat Watti, Alter. Nice. Ja, in Fighting Games spiele ich zum Beispiel gegen meinen Freund, der jedes nationale Smash-Turnier easy hopst und macht trotzdem Spaß. Das ist 400.000 Kekis geknackt, Jolly. What the fuck? Heftig. Alter, heftig. Muss ja auch schon ein bisschen da sein, so wie es aussieht, ne? Dankeschön. Ja, Fighting Games finde ich auch insgesamt geil, aber man muss es halt auch ein bisschen können. Also, so gegen ganz Neulinge Fighting Games zu zocken, macht mir zum Beispiel überhaupt keinen Spaß. Also einen Monat, 6 Tage, toll, einfach Maschine. Dankeschön, 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 Dankeschön. Aber in Fighting Vielen Games Dank. Ist halt so friedliche Stadt aufbauen, friedliche... Achso, in RTS ist halt so friedliche Stadt aufbauen und dann kommt der andere 4 Minuten mit 3 Milizen und harasst deine Bauern, ja. Ist halt, ich muss auch sagen, bei so Aufbauspielen, gerade so, da bin ich echt so der Anno-Typ. Anno oder, ja, also gerade Anno ist auf jeden Fall, Anno ist auf jeden Fall geil. Ich steh drauf, wenn ich was aufbaue und nicht Krieg führen muss. Erstmal Burn Prediction machen und alles auf 1 setzen, Vollgas. Und dann ist er entweder Multi-Kekunär oder arm. Krieg gehört dazu. Weiß nicht. Also ist ja in Anno auch so, aber ich mag lieber Stadt aufbauen. Das macht mir Spaß. Deswegen mag ich auch so City Skylines, finde ich auch ganz geil. Irgendwie. Oder die alten Siedlerteile, da ist auch Krieg dabei und so, aber halt nicht, es ist nicht so im Vordergrund, weißt du? Also wenn man jetzt so die Siedler 3 mal mit einem Warcraft 3 vergleicht, sind beide geil. Aber Siedler 3 ist halt zwar auch viel War und so, aber es ist nicht so krass drauf ausgelegt, weißt du, ich meine? Also schon auch, aber halt, ja, es geht viel mehr um die Ketten, um die Wirtschaftsketten und so, das finde ich halt voll geil. Ja, ohne Krieg kein Fortschritt, alles zerstören, damit Neues gebaut werden kann. War? Huh? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Ja, nee, also ich bin da echt eher der,
Der entspannt. Ich weiß nicht, ich mag eigentlich eh so. Also, Monster Hunter ist da voll die Ausnahme, glaube ich. Also, ich kann zum Beispiel auch keine PvP-Games zocken, weil ich meistens einfach scheiße bin. So, jetzt, ich habe früher auch LoL gespielt und ich habe mich eigentlich immer nur schlecht gefühlt, weil ich mein Team immer nur runtergezogen habe. Das war immer dumm. Das war immer dumm. Und dann habe ich mich quasi zweimal schlecht gefühlt, weil wir quasi verloren haben und ich meistens das Gefühl hatte, ich bin schuld daran, dass wir verloren haben. Ich habe dann auch schon immer mit Leuten gespielt, so mit existierenden Menschen. Aber es hat irgendwie nie so richtig funktioniert, ne? Es sind halt alles auch so Routine-Games. Ja, du musst halt so unglaublich viel Zeit investieren, um da halt wirklich gut drin zu sein. Beziehungsweise manche sind halt auch einfach richtig gut drin. So, also ich habe das beim von Ransom schon immer so gesehen, so der ist immer irgendwie immer gut gewesen in dem Game, so, und ich war einfach immer scheiße. Also manche haben da schon so ein bisschen ein Talent dafür und manche sind halt ich. So, kennst du das Lied? Ich sehe hier eine War, warte mal, ich guck mal drauf. Vic Medi Knight. Einfach Warbung. Muss ich jetzt einfach Werbung geben, the fuck? Direkt YouTube Premium. Wie schaut es mit den EP aus, die du da kriegst? Ja, auch nicht so gut, ne? Ich dachte, wir können ein bisschen leveln, weißt du, aber... Kommt in Rush Hour vor. Da? Ne, kenne ich nicht, aber gefällt mir. Voll geil, dass es jetzt in der Liste ist. Es sind halt aber auch alles Routine-Games, kommt in Rush Hour vor. Müssen wir auf jeden Fall morgen nochmal reinhören, wenn wir morgen mal ein bisschen World zocken oder Rise oder so. Naja, du spielst halt auch immer total viele Spiele gleichzeitig, was ich auch manchmal total gern machen würde, aber ich zocke halt immer nur ein Game und das war's. Ich spiele jetzt seit 2 Wochen nur AoE. Ja, also... Das einzige Spiel, in dem ich wirklich aktiv Routine habe, ist wirklich Monster Hunter, wo ich jetzt auch mittlerweile sagen kann, okay, ich bin nicht scheiße, ich kann es einigermaßen. Dienstag, in 3 Tagen auf Monster Hunter Meisterrang 50 kann man machen. Ja, ich bin in Sucht. Ja, let's go. Was geht ab, Dienstag? Schön, dass du da bist. Nice to meet you. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hallo, Kind. Was geht? Ist halt auch krass, wenn man dann halt auf diesen... Also, ich verliere halt immer so schnell die Lust an Spielen. Das Monster Hunter ist da wirklich voll die Ausnahme. Das kann ich halt einfach immer zocken. 3 Tage Meisterrang 50, wie lange haben wir gebraucht? Achso, warte mal, in World oder in Rise? World? Ja, das ist schnell. Krass. Maschine, würde ich sagen. Maschine. Durchgerusht. Geschiene. Ganz am Anfang heftig. Heftige Maschine immer. Krass. Nice. Tom würde jetzt sagen, immer diese Rusher. Also zockst du gar kein LOL von Ransom, oder? Warte, von Anfang. Denn wie viel Zachar ist das, Skin? Hast du alleine gespielt? Hat er gesagt. Dritte und ja, alleine. Krass. Also 3 Tage sind schon fast. Das ist schon fast, Mann. Wie viele Stunden hast du denn jetzt auf dem Charakter? Alter, ist der Rang 50, damn. Das ist schon hart. What is wrong with you? Nice. Ist nice. Ich habe jetzt 55 Stunden und bin bei Fatalis, mir fehlt noch einiges.
Ja, man muss auch halt auch bedenken, das ist das Problem, weil bei Monster in the Wild ist Rushen immer so eine Sache. Also das ist schon cool, man kommt dann schnell voran und so, aber wenn es dann halt darum geht, dass du irgendwelche Jewels brauchst oder so, dann wird es halt problematisch. Also, ich habe das jetzt auch, was hat denn mein World-Account wirklich circa 3 Stunden, heftig. Was hat denn mein World-Account Stunden? Ich glaube, der hat jetzt 400 Stunden, glaube ich, auf dem PC und was habe ich, 260 oder so Meisterrang? Vielleicht. Kein Bock auf Mo, no plus. Ja, heftig, gehen, heftig. Und wie war dein Tag sonst so heute? Was hast du getrieben? Rushen macht nie Spaß, ich verliere die Lust. Aber langsam zu spielen macht mir auch keinen Spaß, wenn ich es zum x-ten Mal durchzocke. Dafür ist World Story einfach zu langweilig und zu viel Cutscenes. Ja, es gibt ja den No Cutscenes Mod. Der ist schon wichtig, wenn man es mehrfach durchspielt. Wobei es jetzt dann wahrscheinlich problematisch wird mit dem Mods, was? Mit dem, was da Capcom geplant hat. Dann kann man nicht mehr online spielen. Doch, doch. Das ist ja das Problem. Deswegen regen sich ja viele so über die Mods auf. Weil man einfach, wenn man moddet, trotzdem online spielen kann. Da ich aber jedes Monster Hunter gespielt habe, von 2004 an, sind es circa, was ich so ausgerechnet habe, 50.000 Stunden. Ah ja, Das das hat er ist dann jetzt viel. am Anfang nochmal gemacht. Warte, ich gucke. Ich hab's offen. Hatte das offen. Ne, da war's. Power macht er. Okay. Absolute Macherin. Ja, heftig. Maschine! Maschine! So, was macht er jetzt? Wenn er jetzt Feuerballansturm. Feuerdings macht, dann macht er jetzt, warte. Speedo. Er macht Speed. Das bedeutet, du machst Technik. Kraft. Echt? Nee, Technik, ja. Ja, warum bleibst du dann nicht auf Chuchu, wenn der gerade Technik macht? Der macht Speed. Der macht Technik. Ach Der macht so. gerade Technik. Stimmt, der macht gerade Technik, aber der macht normal. Macht der Ding. Speed. Das läuft ehrlich gesagt sehr gut bis jetzt. Da war der damals, damals. Volle Kanonen des Monsters Visage. Sechstausend Stunden seit 2009. Was habe ich wohl in meinem Wort? Ich habe vielleicht drei. Ja, wie mein Tag war, ich musste heute wieder mal wieder arbeiten, weil ich so wollte suchten. Ja, fühle ich hart. So, was macht er denn jetzt? Jetzt hat er ja nicht mehr. Das heißt, wir machen wieder. Hat er jetzt seinen Schwanz gemacht? Ich habe ihn unterbrochen. Was? Nee, er hat immer noch diesen Flammenatem. Das bedeutet, er macht wieder Geschwindigkeit. Ja. Schon viel Damage, der Keil. Das, obwohl er ein Keil ist. Kai, kannst du dich bitte heilen, anstatt Damage zu machen?
Geil. Gott nochmal. Er verliert halt pro Runde. Was ist mit Yori? Das ist seine Ulti. Das bedeutet, du musst ihn jetzt einfach heilen, oder was? Eigentlich wäre es gut. Ja. Scheiße. Dieser Keil. Oh, Ginsacker, danke schön für deinen Sub. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. What the fuck? Oh mein Gott, Ginsacker, danke für deinen Sub. Voll süß. Vielen, vielen Dank. Wirklich echt cool. Können das echt wertschätzen. Thank you, thank you, thank you. Vielen, vielen Dank. Maschine hat einfach gesubbt. Heftig. Cool. Cool, cool, cool. Und was ist jetzt gerade der Plan bei dir? Hast du ein Ziel gerade in World? Oder willst du einfach gerade durchziehen nochmal? Keine Ahnung. Bist fertig und dann let's go? Oder? Ich hätte ulten müssen. Ja, du kannst jetzt noch ulten. Du Lacker. Yes. Der halt dich. Ich ult. Ah, du, wieso halt. Ja, okay, war schon egal. Geh hier da mal. Fast kein Damage. Ich meine, der. Schneller! Egal, er ist glaube ich eh noch Technik. Ne, jetzt ist er nicht mehr Technik, oder? Was ist er denn jetzt? Der Ginsacker schreibt einfach, solange kein Happy Turtle kommt, das war heute 8 Stunden Ohrwurm. Das ist gut, Gin, dann hast du an uns gedacht. Ich wollte uns wieder auf Meisterrang 99. Weil, Koro, weißt du, was er jetzt macht? Ist er jetzt doch wütend? Hat er seinen Schwanzangriff gemacht? Shatgen Eis. Ob er seinen Schwanzangriff gemacht hat? Weißt du das nicht oder willst du jetzt gerade schon wieder nicht mit mir reden? Okay. Du bist dir nicht sicher. Seine Nudel leuchtet. Tust du mal bitte mein Handy anstecken, please? Oder? Ich habe meins gerade angesteckt, weil ich nur noch 10% Akku habe. Okay. Wie viel hast du noch? 10. Okay, geht noch. Momentan farm ich Safi solo. Ja, geil. Cool. Warum? Also, ja, will halt willst du eine bestimmte Waffe oder? Warte. Also, er hat seinen Schwanzangriff nicht gemacht. Doch. Hier steht Blaze. Hat er seinen Schwanzangriff gemacht? Wenn er seinen Schwanzangriff gemacht hat, dann ist nämlich was anderes, als wenn er das nicht hätte. Ja. Dann macht er jetzt Technik. Echt? Wenn er seinen Schwanzangriff gemacht hat, macht er Technik. Ja, macht Technik. One more time! One more time! Ich mach Kraft. Gott, wir müssen Kraft machen. Das greift der Bastard eigentlich zweimal an. Das bildet er sich ein. Au. Wir müssen noch unser Hammerchen nehmen. Hab für den Schaden ein gewisses Dualblade-Bild im Kopf. Ja, nice. Warte mal, hinten hatten wir schon drüber gesprochen, was deine Lieblingswaffe ist. Bist du nur am Dualblade zocken? Warst du das, der irgendwie schon immer Dualblade zockt? So, jetzt macht er wieder mit seinen kleinen. What the fuck? Kyle, kannst du dich bitte heilen, verdammt nochmal? Ist das jetzt Afterblaze? Ne, jetzt leuchtet sein Schwanz nicht mehr. Jetzt ist er wieder Default, jetzt sollte er Power machen. Power! Power! Ich muss jetzt uns erstmal heilen. Bitte. Oh mein Gott, Lavinus ist gelähmt, das ist voll gut. Jetzt macht er Power, hast du gesagt. Ja, ne, jetzt macht er gar nichts, wenn er gelähmt ist, dachte ich. Achso, doch, ne, ja, war du jetzt gerade. Ne, aber jetzt leuchtet gar nichts mehr, das heißt, er macht wieder Geschwindigkeit, oder? Wenn nichts mehr leuchtet, macht er Geschwindigkeit, oder? Nee, wenn er wieder leuchtet, macht er Geschwindigkeit. Der macht Power. Fuck. Der macht Power. Kriegen das schon hin, Leute. Über 19 Jahre lang Dual Blades, ey. Ich hätte eigentlich Naga nehmen können. Das wäre eigentlich besser gewesen. Der macht auch noch Power. Ne, Flammenshackrack macht er. Shit. Flammenshackrack macht dich jetzt tot. Boah, ne. Er sollte jetzt eigentlich wieder Power machen. Er leuchtet nicht und nix. Wir reiten mal auf. Dann können wir nicht sterben. Also dann kann ich zumindest nicht sterben.